So, wir sind mittlerweile im Dorf angekommen. Wir sind jetzt schon eine Weile hier und das Wetter war hier katastrophal. Es hat geregnet. Das war hier wirklich der ganze Garten unter Wasser. Man konnte fast nicht mehr zur Toilette gehen. Waren nur noch so kleine Fleckchen. Über heute ist es mal ganz schön. Heute Morgen hat es noch mal richtig geregnet. Wir wollen jetzt gleich zum Friedhof fahren. Hier sind, glaube ich, zwei. Ich weiß nicht, ob der, wo wir jetzt hinfahren, wirklich hier in dem Dorf ist oder außerhalb von dem Dorf, weil ich kenne nur einen, der hier wirklich drin ist und da fahren wir halt nicht hin. Ich weiß nicht, ob man da filmen kann, ob das irgendwie angemessen ist. Falls ja, nehme ich euch damit hin. Aber wir wollen das Grab von der Oma von meinem Mann ja auf Vordermann bringen. Ja, ich glaube, wir stellen da keine Pflanzen da so hin. Ich glaube, das macht man da nicht. Aber wir fahren da jetzt auf jeden Fall hin. So, wir sind wieder da aus unserem Dorf. Und jetzt wollen wir einkaufen fahren. Mal gucken, was wir brauchen. Mein Mann wollte sich eine neue Hose kaufen, aber aus dem Second-Hand-Laden. Ich wollte eigentlich mal nach einer Regenjacke gucken, aber wisst ihr, was ich für eine Jacke möchte? Nicht nur so eine Regenwindjacke, sondern so ein, ja, Material, was so, das haben oft in Filmen so Hafenarbeiter an oder irgendwelche Mörder, so eine schwarz-anthrazit-matte Jacke mit so einem ganz glatten Material, weil das Wasser wirklich so abpellt. Nennt man das Öljacke oder so? Ich weiß es nicht, aber halt ein bisschen länger, vielleicht auch bis zum Oberschenkel mit Kapuze. Ich bezweifle, dass ich das im Second-Hand-Laden finde. Vielleicht hole ich mir Schuhe, vielleicht gibt es ja noch was fürs Baby. Wir haben übrigens von unserer Schwiegermutter oder meiner Schwiegermutter so viele Babysachen bekommen. Dieses Kind hat mehr Klamotten als mein Mann und ich zusammen. Das ist echt krass. Mal gucken, ob wir was anderes finden. Hauptsache keine Klamotten mehr fürs Baby. Ja, wir fahren jetzt los. Und wenn wir wieder da sind, zeige ich euch, ob wir was gefunden haben. So, wir sind wieder da vom Einkaufen. Heute mal ein bisschen ungewohnte Perspektive. Ich sortiere gerade die Schränke. Unser Baby hat ja so viele Klamotten. Der hatte ja zwei Schubladen und die sind voll. Wirklich voll, voll. Die untere ist nur dicke Pullover und Westen. Und die obere Schublade ist Bodies, Kurzarm, Langarm, T-Shirts, kurze Hosen, Unterhemden, Schlafanzüge, Strumpfhosen und dünne Pullover. Und alle Hosen, ja, er hat viele Hosen, sind in meinem Schrank. Das ist katastrophal, deswegen kann ich euch leider den Rest der Wohnung nicht zeigen. Es sieht schlimm aus, weil ich alles jetzt am Bügeln bin, am Aufhängen, Falten etc. Jetzt zeige ich euch aber, was wir gefunden haben. Fangen wir mit dem Baby an. Das Baby hat eine Ausbeute gemacht für Winterstiefel. Die habe ich jetzt auch in dem Gebraucht- oder Second-Hand-Laden gefunden. Das ist die Marke, ich kann den ersten Buchstaben nicht richtig lesen, aber ich denke, es soll Lortina heißen. Noch nie gehört, steht nicht drauf, wo die gemacht oder hergestellt wurden. Hier kann man aufmachen, da ist aber dann dieser Stoff. Die Sohle ist auch noch richtig gut, also die sind so gut wie neu. Die haben jetzt 20 Lari gekostet, vielleicht so 8 Euro oder so. Richtig toll. Wir haben nichts weiter fürs Baby gekauft. Dann habe ich mir gegönnt, ich brauchte neue Schuhe, meine sind schon aufgegangen an der Seite. Nike-Schuhe. Die sind, also meine anderen sind hier aufgerissen auf dem Stoff, total blöd. Die sind so cool, ich liebe die. Die waren jetzt teurer. Sind natürlich keine echten Nikes, sondern halt nachgemacht, obwohl die echt gut nachgemacht sind mit diesem ja, Plastikding oder von der Sohle. Also die sind echt cool. Die haben jetzt 70 Lari gekostet, so ungefähr 25, 27 Euro vielleicht. Dann hat mein Mann sich eine Jeans aus dem Second-Hand-Laden gekauft. Nichts Besonderes, halt so eine von der Marke Mavi. Die ist, glaube ich, teuer. Mavi Jeans und Co. Ich
Ich weiß nicht, wo die hergestellt wurde. Steht das hier? Ja, in Turkey, also nichts Besonderes, sage ich mal. Also es wird wahrscheinlich auch so ein Fake sein. Die hat jetzt 15 Lari gekostet, das ist wahrscheinlich so 4 € oder so. Er brauchte halt auch eine neue, seine ist gerissen und die sind so teuer. Und dann habe ich noch mal ein Küchending gekauft, und zwar ein Glas. Dieses hier, da wollte ich jetzt, ich habe doch von meiner Schwiegermutter Ajika-Paste, diese georgische Chili-Gewürzpaste, geschenkt bekommen. Die ist in so einem ollen Schraubgefäß. Das ist auch schon ja ewig alt. Ich dachte, ich fülle die dann hier rein. Das sieht viel schöner aus. Das hat 12 Lari gekostet. Die haben die Preise erhöht von diesen Gläsern. Nicht jetzt krass, aber halt um 1-2 Lari. Aber ja, ich finde es okay. Ich liebe diese Gläser. Die sind richtig gut. Und habe ich mir halt gegönnt. Ja, mehr haben wir leider nicht gefunden. Ich habe mir noch was zu essen gekauft. Das kann ich euch aber nicht mehr zeigen. Das gibt es nicht mehr. Habe ich schon aufgegessen. Pflanzen gab es nicht so schöne. Ja, mal gucken. Kleine Töpfe wollte ich ja auch kaufen. Gab es aber auch nicht. Beziehungsweise, wenn, dann wären die bestimmt teuer gewesen. Da haben wir dann ja gar nicht nachgefragt. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch machen. Ich werde jetzt weiter aufräumen. Ich muss dringend weitermachen. Ich habe ja halt nur noch heute frei, dass ich das auch alles erledigt bekomme. Wir sind jetzt in Mizretta angekommen. Das ist ja der Ort, wo wir auch immer, ja, sag ich mal, außen vorbeifahren, wenn wir aus unserem Dorf fahren oder von Tiflis ins Dorf fahren. Da ist ja eine riesengroße Kirche. Heute ist ein Feiertag und wir wollen ein bisschen durch die Stadt schlendern und in die Kirche rein. Es ist ja so voll. Wir haben gerade so einen Parkplatz gefunden. Aber wir haben Ewigkeiten gewartet. Das ist ein riesengroßer Bezahlparkplatz. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich wird es in der Kirche unendlich voll sein. Es ist ja jetzt schon ja brechend voll überall und wir sind noch nicht mal nah bei der Kirche dran. Ja, ich versuche euch aber ein paar Eindrücke zu zeigen, so gut es geht. So, wir waren vorhin einkaufen, beziehungsweise ich habe meinen Mann losgeschickt auf eine Odyssee. Wir haben was fürs Baby gekauft. Ich muss euch aber erst was Gruseliges erzählen. Wir waren gestern in einem Babygeschäft und wollten dort etwas kaufen. Wir haben uns dieses Objekt angeschaut und auch ausgetestet, war uns aber ein bisschen zu teuer und dann sind wir nach Hause gefahren. Heute habe ich bei Instagram, wo ich nur Tier- und Pflanzenleute mir angucke, eine Werbung gesehen. Auf Georgisch, was auch schon mal nicht sein kann normalerweise, weil ich nur deutsche und englische Sachen mir angucke. Na, dann dachte ich so, okay, die Apotheke scheint interessant. In Apotheken gibt es hier in Georgien Babysachen, also auch Babynahrung. Das ist hier wirklich das Ding, dass das alles in Apotheken ist. Ne? Dann gab es dann Rabattcode und zwar genau für das Objekt, was wir uns gestern angeguckt haben. Das heißt, ihr kennt das ja, wenn ihr zum Beispiel auf eurem Handy was sucht, dass ihr genau dieses Produkt als Werbung nächstes Mal auf eurem Computer vorgeschlagen bekommt. Da hat also die Spracherkennung scheinbar zugehört, worüber wir geredet haben, denn genau dieses Objekt wurde mir vorgeschlagen. So, und das auch noch um die Hälfte günstiger. Ich habe meinen Mann losgeschickt und wir haben es gekauft. Ihr seht es vielleicht schon, ein Dreirad und das gute Stück befindet sich hier auf dem Boden. Das muss man leider noch zusammenbauen. Also, es soll später ein Dach haben. Es hat leider nur einen Bauchgürtel, nicht um die Schultern. Das hatte das andere gestern. In dem Geschäft sollte das aber ungefähr 170 € kosten. Und das war uns viel zu teuer. Und das sollte jetzt auch ungefähr 170 kosten, hat aber im Rabatt nur noch 80 gekostet. Wie gesagt, das andere hatte diesen Schulterbügel, das fehlt. Dafür hat das eine Lampe.
Die kann sogar Musik machen und leuchten. Ich erspare euch das. Es ist wirklich laut und sehr blinkig in verschiedenen Farben. Es hat ein Dach. Es hat, glaube ich, auch so einen Beutel für Spielsachen. Zumindest hat es so ein Fach. Ich weiß nicht, ob wir den Beutel wirklich haben oder ob das nur das andere hatte. Hat das eine Klingel? Moment, ich glaube, dieses hat keine Klingel. Das andere hatte aber eine. Dafür hat das eine Lampe. Und was ganz wichtig ist, dieser Bügel, es ist ja sozusagen der Griff für uns als Eltern, der ist, ja, ich weiß nicht, ob man das verstellbar nennen kann, aber was ich damit meine ist, wenn wir lenken, lenkt der Lenker vom Baby. Wir hatten nämlich dieses andere noch, also einen anderen, nicht das in dem Geschäft für 170, sondern einen weiteren oder ein weiteres Dreirad gesehen. Das war sehr schön, hatte diese Schulterbügel, aber da konnte nur das Kind lenken. Und unser Baby ist ja noch nicht mal 1,5 Jahre, der ist jetzt knapp 1 Jahr und 3 Monate. Deswegen wird er das nicht machen können. Deswegen brauchten wir einen Lenker, wo wir lenken können. Und er kann sich dann halt festhalten. Das hat 3 Stufen. Ich meine, dieses hat auch 3 Stufen. Nee, das hat, glaube ich, nur 2 Stufen für Füße. Das teurere hatte 3. Einmal für das Baby so als gerade Ablage, wenn das als Baby drin sitzt. Als sitzendes Kleinkind, dass die Füße unten stehen. Und als größeres Kleinkind die Pedale. Und unseres hat nur Pedale und eine Ablage. Ich weiß nicht, wo wir die jetzt haben. Ah, hier ist die mit dran. Hier für die Füße. Da muss es aber auch schon drankommen können. Ich weiß nicht, ob unser Baby da drankommen wird oder ob es noch zu klein ist. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ja, hier ist der Lenker. Der hat auch nur diese Griffe. Also das sind so Kautschukgriffe. Das andere Dreirad hatte gestern hier noch einen Bezug drüber, aber ist egal. Die Räder, das war mir ganz wichtig, wie bei unserem Kinderwagen. Das ist wieder so ein, ja, wie so ein Fahrradreifengummi. Ich glaube, die kann man nicht aufblasen. Lass mich mal schauen. Nee, kann man nicht. Den anderen, den man nicht lenken konnte, der hatte tatsächliche Reifen, die man mit einer Luftpumpe aufblasen musste. Und das wollten wir nicht, sondern halt so, ich sag mal, feste Reifen. Und das ist ziemlich gut. Wir bauen das jetzt auf, beziehungsweise wird mein Mann das aufbauen. Ich werde in der Zwischenzeit was essen. Und dann, wenn er erfolgreich war, werde ich es euch zeigen, wie das gute Stück aussieht. So, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, das aufzubauen. Ich habe auch wirklich mitgeholfen. Jetzt möchte ich euch noch ein kurzes Fazit geben. Ich bin übrigens bei dieser Marke nicht sicher, wie die heißt. Das ist von Cipollino. Die City-Variante. Die genaue Modellbezeichnung, ah doch, steht hier unten auch drauf. 2009-48-EC, falls euch das interessiert. Ich weiß nicht, ob man den in Deutschland bekommt. Auf jeden Fall hat der jetzt ja ungefähr im Angebot 80 Euro gekostet. Und original 170. Jetzt mein Fazit. Der andere, der auch so 170 war, ich zeige euch erstmal, das Dach kann man so hoch machen. Bei dem anderen hatten wir Folgendes. Die Rückenlehne war wesentlich höher gemacht. Also die ging noch ein Stück, war gepolstert, ging noch ein bisschen rum und hatte eben die Rückengurte. Die Lehne konnte man bei dem anderen Modell auch nach hinten klappen, wenn das Kind eingeschlafen ist. Das kann man hier nicht machen. Unter dem Affen ist übrigens der Sitz, der ist jetzt nur aus Plastik ohne Schaumstoff und das einzige Weiche ist halt dieses Stückchen hier drin. Das war bei dem anderen auch anders. Das muss ich dazu sagen. Diese Spielzeugtasche war bei diesem Modell nicht dabei. Das habe ich vorhin falsch gesagt. Die Räder sind die gleichen. Die Griffe waren meiner Meinung nach bei dem anderen ein bisschen eher griffiger. Die sind auch gut, aber die waren trotzdem noch ein bisschen anders. Und hier war noch so ein Stück Stoff, das ist aber egal. Das hat hier eine Lampe mit Licht und Geräusch, das finde ich gut. Wie gesagt, es fehlt dieses dritte Pedal für die Füße, für die ganz Kleinen.
Es sind hier die Pedalen, die kann man einstellen. Ihr seht, das hat jetzt keine Auswirkung. Da ist aber so ein Regler, den kann man umstellen und dann kann das Kind selber treten. Wir hatten ja gesagt, die Eltern können lenken. Also ich bewege das jetzt hier hinten. Das finde ich super. An sich ist das Teil extrem schwer. Also ich kann das jetzt so kaum hochheben. Ich weiß nicht, wie viel Kilo das jetzt sind, aber ich finde es sehr schwer. Es ist auf jeden Fall hochwertig. Der Preis von 170 € weiß ich nicht, ob ich das gerechtfertigt finde. Da war die andere Variante um einiges besser. Ich finde auch nicht nur besser von den Funktionen, sondern was auch da war, war hochwertiger. Finde ich das für 80 € gut? Absolut. Für 80 € finde ich das ein super Deal. Ich weiß gerade gar nicht, ob man, hier hinten ist übrigens noch eine Getränkehalterung mit dabei, ob man diese Stange hier rausziehen kann. Da bin ich, ja doch, die kann man noch verstellen. Ich weiß nur gerade nicht, wie. Aber ich glaube, die kann man rausziehen, dann ist die höher. Das ist auch gut. Das konnte man bei dem anderen auch. Ich finde aber trotzdem, dass das hier alles sehr hart ist. Weiß ich nicht, ob man da ein Kind wirklich lange drin sitzen lassen kann oder ob das dann nicht nach einer Zeit da raus möchte. Aber für den Moment ist es gut, für unser Budget umso besser. Wir haben nämlich einige finanzielle Probleme gehabt. Der Eurokurs ist hier so gefallen, dass mein Gehalt fast gar keinen Wert mehr hat. Aber auf jeden Fall ist das jetzt in Ordnung. Wir haben es und ich glaube, unser Baby wird da sehr viel Freude dran haben. Natürlich ist hier wieder Sturm und wir können nicht rausgehen. Da müssen wir also noch warten. Vielleicht ist morgen der Sturm weg. Müssen wir mal schauen. Habt ihr für euer Kind so ein Dreirad oder habt ihr da eine ganz andere Variante? Vielleicht nur ganz einfach, wie halt so ein Standard-Dreirad eben aussieht. Habt ihr mit solchen Dreirädern Erfahrung? Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht groß klappen. Also wenn wir das mit ins Auto packen müssen, dann ist das schon dieses ganze Teil. Das ist natürlich jetzt auch nicht toll. Da wäre vielleicht so ein kleines Dreirad, was man einfach einpackt, besser. Aber wahrscheinlich ist das für die älteren Kinder in dem Fall, die selber fahren können. Ja, lasst mich das gerne mal wissen, ob ihr Vorteile habt, Nachteile, ob ihr solche Sachen mögt. Das ist ja jetzt nun das erste Dreirad, was wir kaufen. Ich überlege auch noch, ob wir so einen kleinen Roller später kaufen. Also ich weiß nicht, ob man das auch Roller nennt, aber das sieht halt aus wie ein Roller. Und die Kinder können dann so rutschen. Also es ist so eine Mischung aus Roller und so Rutscheauto, aber eben höher. Deswegen Roller. Das hat auch diesen typischen Rollergriff. Habt ihr damit Erfahrung? Vielleicht könnt ihr mir auch in den Kommentaren Marken empfehlen, die das haben. Dann kann ich mal gucken, ob wir das hier finden oder ob man das bestellen kann. Ich meine, das ist natürlich teuer, aber vielleicht geht es. Ja, ich hoffe, ihr fandet den Vlog interessant. Lasst mir gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!